Servus, grüezi und willkommen bei einer neuen Flottenvorstellung bei Triple LP. Donny, bist du dabei? Bist Ich du bin bereit? dabei, ich bin bereit, ich bin dabei. Allzeit Und bereit. seid ihr auch bereit? Ja, Wunderbar. selbstverständlich. Auch ein herzliches Willkommen von uns. Ja, wir sind heute ausnahmsweise mal bei der Klingonseite unterwegs, was ganz selten ist von uns. Und zwar sind wir hier bei der klingonischen Flotte Black Dragon Society. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, das war perfekt. Jawohl. Und jetzt Perfekt. läuft hier einer durchs Bild, ich glaub's ja nicht. Ja, so echt, ey, ihr habt absolut freches Personal. Jetzt kommen auch noch drei. Ey, guck dir das an. Unglaublich, ne? Ey. Wie war das bei den Klingonen? Wird mit dem Tod bestraft, ne? Ja. Dann hier. Genau. Okay, da bin ich. Gut, da bin ich wieder. So. Wie gesagt, klingonische Flotte Black Dragon Society. Erstmal ganz kurz, wer seid ihr von der Flotte? Welche Position habt ihr in der Flotte? Wer seid ihr? Stellt euch mal vor. Matze, du zuerst oder ich? Ach du. Okay. Ich bin der Flottenleiter von der Black Dragon Hüpf Society. mal, damit man die sieht. Jawohl, nein, nicht laufen, hüpfen. Jetzt. Ah, Entschuldigung. also der Tolok. Genau. Das ist einer von meinen fünf verschiedenen KDF-Charakteren. Ah, okay. Also du bist, jetzt habe ich gerade nicht genau zugehört, du bist jetzt der Flottenoberhaupt. Genau. 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 Und der Kollege? So, und ich sitze im Hohen Rat, hier das Setat, sitze im Hohen Rat von der Black Dragon Society und bin so gesehen ein Rang niedriger als. Also, ja, aber sozusagen, nicht der Chefin. Führungsleute, aber nicht der Oberboss. Nicht der Ober. Genau, aber du bist auf jeden Fall auch ansprechbar, wenn es darum geht, hier beizutreten. Genau. Wunderbar. Dann, ihr habt uns ja schon eingeladen in die Flotte, damit wir uns das Ganze mal schön anschauen können. Das machen wir heute auch mal in aller Ruhe. An die Zuschauer, wir müssen Selat vor allem mal entschuldigen. Er hat ein bisschen mit dem Hals, also nicht wundern, wenn er zwischendrin mal nicht zu viel redet. Ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Mitgliederzahl. Ich habe mir nämlich ein bisschen was notiert. Ich gucke gleich mal hier mal ins Flottenmenü rein. Aber wir gucken uns erstmal hier die Basis an. Was habt ihr Genau. denn hier so Schönes? Es Ah, ein geht. Klingonzeichen. Interessant. Also wenn ich die Mitgliederzahlen richtig ablesen Ups. kann, müssten das ohne uns 111 sein, Okay. an Wo Reihen geht's denn da rein? Chars. Auf KDF-Seite sind es derzeit so um die 25 aktive Spieler rum. Weil. Variiert manchmal. Also Aber manchmal das sind es ist. etwas weniger. Ey, wieso haben wir eigentlich nicht hier angefangen? Wo bist du jetzt überhaupt? Ich sitze am Tisch, die haben uns den Tisch gedeckt. Fehlt Was? nur der Kuchen. Fehlt nur der Tagkuchen. Ach, Ah, Essen. der Konferenztisch. Ja. Oh, hier kommt man gar nicht durch. Nee, du musst, Ach, hier ist ja andere eine Richtung. Wand. Andere Ey, Richtung. die komische Wand ist so gut Andere kaputt. Richtung. Hier ist ja nicht wahr. Das sind alles Wände, die man nicht sieht. Ey, mein Tag rennt auf dem Tisch rum. Der hat Ja, Manier, ja. ne? Ja, genau. Ja. Hast es? Ich hab's, die Wände, die waren so gut geputzt, also Respekt. Und das sind das für Klingonseide, ne? Genau. Gut, hier hängen wir ein paar Schiffchen am Ding. Erstmal gucken, was natürlich die meisten interessiert, wie weit eure Flotte ist. Da gucke ich gleich mal ins Flottenmenü rein. Flottenmenü, Sternbasis Klasse 4, Level 14, Botschaft Klasse 2, also eigentlich auch nicht mal so lange bis Klasse 3. Dilithium ist voll. Cool. Sphäre ist Klasse 2, ist gerade am Abschließen, ne? So, wie ich das Derzeit sehe. schließen wir den Einsatzbereich ab und im Nachhinein machen wir dann die Spire selber. Okay, Okay. also im Endeffekt seid ihr schon bei 2. Es muss ja nur noch angeklickt werden, sozusagen. Sternbasis ist Klasse 4, aber auch schon, ja, Klasse 4 ist frisch geworden, wie ich das sehe, aber heißt auch nicht mal lang bis 5. Also eigentlich schon ziemlich weit. Kann man So eigentlich gut wie nichts fertig. sagen. Die Missionen laufen. Kann ich zufällig irgendwas einzahlen? Oh, ich habe hier noch ein paar Flottenmarken, die ich gleich reinwerfen kann. Ja, es ist, ich zahle auch mal ein. Habt ihr einen Wunsch, wo wir einzahlen sollen? Ist ja alles schon voll. Vielen Dank.
Ne, wir haben es doch, Digga, als YouTuber verdienen wir doch einen Haufen Flottenkredits, also. Genau. Ich tu mal hier, ich spiele den Charakter eh so selten, dann kann ich den ruhig mal hier alles reinschmeißen, was ich habe. Mal so ganz unkontrolliert. Hier, das kriege ich noch Gut. voll. Bis auf Delizium, das hat mein Charakter nicht. Das habe ich alles schon zur Föderation transferiert. Ja, ein bisschen hätte ich noch. Ich hätte auch noch hier ein paar. Na, tu mal. Wird gleich mal aussortieren. Hopp, hopp, Was ist hopp. denn? Flottenmenü? Halt. Flottenmenü, mal reingucken. Was haben wir? Also Besitzflotte haben wir uns angeschaut. Es soll ja auch nicht ganz umsonst sein, wenn wir hier schon kurzzeitig die Flotte beitreten. Dann auch noch eure Flotte. Was habt denn ihr eigentlich zu bieten? Also wir sind ja jetzt gerade im Moment ja auch auf euren Teamspeak-Server. Also ihr habt auch einen eigenen Teamspeak-Server. Und was habt Ja, ihr noch? einen eigenen Teamspeak-Server, ein Forum, was ja eigentlich dazugehört. Über das Forum tauschen wir Erfahrungen aus, was Skillungen angeht, was Schiffsbau angeht. Und wir haben auch jeden Monat machen wir ein Flottentreffen, bei dem vorgestellt wird, wie die Flotte gerade, wie weit sie ist. Und was so als nächstes ansteht, wo auch die Member ihre Sorgen uns mitteilen können, was sie gerne hätten oder was noch alles gemacht werden müsste. Und da werden halt auch so die grundsätzlichen Probleme besprochen, wenn irgendwas anliegt. Ne, ich lese ja gerade auch in eurer Flottenbeschreibung Forum, Flottenhilfsguide und Teamspeak 3. Genau, da sieht man auch gerade genau eure Webseite. Also ihr habt auch Webseite, ich lese die jetzt mal nicht vor, die steht dann später unten. Also die ganzen Kontaktdaten zu der Black Dragon Society, ich muss das echt immer ablesen, steht dann in der Videobeschreibung unten drin, egal ob Charaktername, wen ihr anschreiben könnt, Flottenname, Webseite, Teamspeak-Server, also das könnt ihr dann alles nachlesen. Ich hoffe, ich darf einen Teamspeak-Server veröffentlichen, ja, ne? Ja, Ja. gut. Also, dann veröffentlichen wir den auch noch. Was haben wir da noch? Ich lese mal kurz vor. Wir sind eine deutschsprachige Flotte, die viel Wert auf Spaß und vor allem Real Life legt. Jeder legt selber fest, wie oft, wie lange und was er spielt. Unser Ziel ist, dass die Flotte bei aktiven 25 bis 3, ne, 35 bis 35. 35, ja, es ist, weil Zahlen gesprungen ist, ja. 25 bis 35 Membern zu halten und eher auf Gemeinschaft zu setzen als auf die Größe. Ach, bei aktiven 25 bis 35, okay. Weil wenn ich mir jetzt mich die Mannschaft angucke mit 113, dann seid ihr schon ein bisschen drüber. Weit drüber. Naja, wenn man Also dann noch. entweder ihr schmeißt wieder ein paar raus oder ihr tut euren Text abändern. Setzt einfach überall eine 1 vorne dran, dann passt das schon. Also, wenn man noch die ganzen Twinks noch zusammenrechnet, ja, muss man schon sagen, das ist schon, das ist die Eigentlich Mitgliederzahl. jeder, der bei uns spielt, der hat mehrere Charakter in der Flotte. Ja, gut, aber ich sag mal, das seid ihr nicht der Einzigen. Jede Flotte hat das. Manche verlangen das ja sogar, dass die sagen, wenn ihr sobald ihr einen Zweitcharakter habt oder sowas, dann muss der in die Flotte. Sowas habt Oh. ihr wahrscheinlich nicht. War Und ja klar. Zwang. Also ich gehe mal allgemein davon aus, dass ihr keine Zwänge habt, sprich Online-Zeiten oder Forum-Pflicht oder sowas habt ihr alles wahrscheinlich nicht, oder? Nein, das auf gar keinen Fall, weil das ist auch etwas, was wir festgelegt haben. Jeder spielt so, wie er will und wie er kann, weil Zwang ist nicht gut, das schafft auch kein gutes Klima. Ja. Eben, das ist, weil es ist immer noch ein Spiel, Spiel soll Spaß machen. Und sobald es um Zwang geht, dann macht es keinen Spaß mehr. Ja, das stimmt. Außer für die, die draufstehen. Sowas gibt es ja auch, ne? So, wir sind eine deutschsprachige Flotte, die im Jahr 2010 gegründet wurde. Also euch gibt es jetzt schon ein bisschen. Wir haben ja vorhin schon mal den Tag genannt. Ihr habt ja mal nachgeschaut. Ja, das ist der 27.01.2011. Da wurde die Black Dragon Society gegründet. Die Black Dragon Society. Aber hier steht jetzt 2010, weil du gerade sagst, Ja, 2011. wir haben hier noch eine Föderationsflotte. Ach so. Und die wurde weitaus früher gegründet. Okay. Okay, aber um die geht's jetzt ja mal nicht. Wir wollen ja die für Klingonen vorstellen. Außer ihr wollt auch kurz was zur Föderationsseite sagen. Nö, ne? Nicht. Nur in Brauchen wir nicht. erster Linie eigentlich Klingonen. Klingonenflotte. Genau. Aber wichtig, wir legen Wert auf Spaß und Gemeinschaft. Das ist immer gut. Bei uns gibt es keine Zwänge, siehst du, hätte ich erst gelesen, hätte ich nicht fragen brauchen. Jeder legt fest, wie oft, wie lange er spielen möchte. Unser Ziel liegt, das hat man vorhin schon gehabt.
Genau. Wunderbar. Das war euer Text. Und Real Life geht vor. Genau, das ist ein auch ganz, ganz fester Grundsatz bei uns. Ja. Das kennt man nur zu gut. Wenn man dann noch nebenbei vielleicht noch arbeitet und Stress hat, ja, hat man doch nicht immer die Lust zu spielen. Nicht nur Arbeit, wenn man später mal älter ist, und hat man ja auch nicht nur Arbeit, sondern auch Familie. Ja. Familie, ganz wichtig. Bei uns haben einige Familie. Ja. Ja. Gibt es da auch welche, wo dann schon die Kinder mitspielen bei euch, oder? Soweit ist noch nicht. Gibt's? Existiert. Oh, cool. Allerdings auf Föderationsseite. Ah, okay. Ja, gut, Legon ist nichts für kleine Kinder. Das Ding ist, ich muss mich entschuldigen, wenn ich ab und zu ins Wort falle, aber man darf nicht vergessen, dass TeamSpeak Zeitverzögerung hat. Das heißt, da kann das schon mal ein bisschen vorkommen, dass wir uns ins Wort fallen. Oh, das kennt man ja von uns. Ja, eben, das kennt man ja von uns. Aber dir falle ich ja mit Absicht ins Wort. So, ich gehe nochmal ganz kurz das Flottenmenü noch durch, damit ich das Fenster wieder zumachen kann, hier mal was sieht. Als allererstes sollte man vielleicht auch mal sagen, dass sie hier gerade mal eine kleine Star Trek-Premiere auch gleichzeitig machen, ne, Donny? Ja, so grundsätzlich schon. Weil, wer interessiert ist, also nicht gerade das ganze Flottenmenü, wie ich jetzt hier die ganze Zeit sehen will, der geht einfach mal auf Dons Channel, weil er nimmt nämlich ausnahmsweise Star Trek Online heute auch mal auf. Yep. Und dann seht ihr alles auch von seiner Perspektive. Genau. Nur mal so nebenbei, willst du kurz deinen Channel nennen? Mein Channel, Don's Let's Plays. Genau, steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hoffe ich doch. Natürlich. Ja. Als Spam-Seite. Genau. Ich bin ja gerade bei den Einstellungen mit den Rängen. Wollt ihr dazu was sagen? Wie ist das bei euch aufgebaut? Ab wann welcher Rang und so weiter? Betreten tut man die Flotte als Rekrut. Ja. Ja, als Rekrut hat man natürlich in erster Linie nur den Flottenchat, Flottenpost und kann für die Projekte spenden. Und je nachdem, wie weit hoch man kommt, werden die Rechte um einiges erhöht. Und wir haben jetzt ein neues Beförderungssystem eingeführt, was sich auch an dem richtet, was man spendet. Mhm. Das wird dann mit den Rängen gekoppelt bis zum Rang 5, wo man dann nachher auch die Möglichkeit hat, freien Einkauf in sämtlichen Läden der Flotte. Ah, okay. Also frei nach dem Motto, wer nichts einzahlt, kriegt auch nichts. Ja. Ja, okay. Ist aber auch gut so. Ja, das hat auch mehrere Hintergründe, weil man hat schon so seine Erfahrungen gemacht mit Spielern, die in die Flotte reingekommen sind, nur um mal kurz einzukaufen und dann sofort wieder rausgegangen sind. Mhm. Ja gut, manche Flotten. Ja, das gibt's leider immer wieder. Genau, na, manche Flotten bieten das ja in dem Sinne direkt an, aber wie gesagt, wenn die Provisionen knapp sind, ist das schon ein bisschen komisch. Ja. Also zumindest kann man vorher fragen und sagen, was los ist, dass man mal kurz rein will. Ich zahle auch so und sowas ein und dann könnte ich vielleicht dann was kaufen dafür. Genau. Wär das möglich bei euch oder geht das schon eher so in die Richtung, wenn, dann sollen die Leute auch bei euch beitreten und da bleiben, wenn sie interessiert sind? Ja, sowas machen wir jetzt eigentlich nicht. Wir halten es eigentlich auch so, dass wenn jemand bei uns in der Flotte ist, sehen wir das über nicht gerne, wenn der jetzt woanders hingeht und dort was einkauft, weil es gibt viele, die warten dann schön, bis wir die Stufe erreicht haben, wo wir das dann auch bekommen. Mhm. Und das ist dann halt unfair gegenüber den Leuten, die wirklich gewillt sind zu warten und auch dafür was zu tun, damit sie nachher sagen können, jawohl, wir haben das zusammen geleistet und jetzt können wir es uns holen. Und wenn dann natürlich jemand anders irgendwo in der Flotte geht und sich dann nachher was einkauft, das ist dann halt immer ein bisschen unfair. Ja. Ja, jetzt dreht er sich wieder rum. Gut, ich sehe gerade, auch wenn es bei den Klingonen eh nicht so viel gibt, aber ihr habt Uniformen. Wir hatten ja in dem Vorgespräch schon mal gesagt, dass ihr da nicht wirklich was habt, aber ich sehe gerade hier drei Angelegte. Sind das nur Versuche gewesen, oder? Die drei Angelegten, die wir da haben, sind in erster Linie nur Versuche. Die sind noch nicht ganz ausgearbeitet, weil, wie gesagt, es gibt auf KDF-Seite nicht wirklich so viele tolle Sachen wie auf Föderationsseite uniformmäßig, wo sich auch jeder anziehen kann, weil bei diesen Flottenuniformen muss man ja immer darauf achten, dass es Flottenuniformen sind, die
freie Gegenstände enthalten, die auch jeder anlegen kann. Klar. Also ich könnte jetzt nicht irgendwas von meinem Veteranen-Outfit in eine Flottenuniform packen, das würde nicht funktionieren. Ja, das ist klar. Das ist ja auch bei der Föderationsseite so. Also wäre ja dann schlecht, dann, wie sollen dann die, die das nicht haben oder freigeschalten haben, dann drankommen? Ja, also sie würden es automatisch bekommen. Ja, das wäre ja Ja, das wäre natürlich toll, aber nett. Das wäre toll, ja. das geht leider, leider geht es nicht. Ich renne hier nur gerade mal ein bisschen in der Flotten und halt, ich drücke mal falsche Taste. Was haben wir denn hier? Wachoffizier, den habe ich auch schon gefunden. Genau. Schneider. Befreizeitbekleidung, das ist, der könnte ich mir eigentlich mal Odin, habt ihr freigeschalten? verändern. Wird denn Schneider echt schon freigeschalten, Thomas? Ja. Ja, ich bin gerade drin. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendwo hier. Hier Uniform. hinten. Ich guck mal nämlich gerade diese die Testuniformen an. Ja, ist es wahr. Wenn man Kaitiano Na gut, gewöhnt ist. schlecht, wie schlecht würden sie nicht ausschauen. Vor allem die schwarze hat irgendwie was. Die Black Dragon. Ah, da seid ihr. Jo. Okay, ich habe allerdings auch noch hier dieses. Okay, das will ich wegmachen. Halt. Schneider. So. Erstellen. Wir mal schauen. Zerren. Gut. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Flotter Black Dragon. Oh, der passt gut zu meinem Nausikaner. Ich habe ja auch ein bisschen in eurer Vergangenheit gegraben. Es ist ja jetzt aber nichts Schlimmes, was ich da gefunden habe. Und zwar habe ich gefunden, dass ihr Flotte des Monats 2013 wart. Ja. Ja, das hab ich so nebenbei entdeckt. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen da hier. Und zwar, also nicht von irgendeiner Seite, sondern schon offiziell von Star Trek Online. Genau, ja. Und den Link zu dem Beitrag, den tue ich auch nochmal unten in die Flottenbeschreibung rein, damit die Leute das nachlesen können. Also das ist hier wirklich keine inaktive irgendwas Flotte. Also die geben sich schon Mühe, wie man ja sieht, No. dass die auch vor allem bei solchen Sachen aktiv dabei sind. Interessante Buttlets. Sehen aus wie Batmans Wurfhaken. Was? Wo? Hier bei mir. Ach so. Wissen Ist wir das jetzt nicht nicht? ein ursprüngliches Buttlet? Ich weiß es nicht. Mit den Hörnern da oben dran. Jo. Wie Kales Buttlet schaut es nicht aus, weil das hab ja ich. Ach so. Na, ich habe nur ein Taschenlampen-Buttlet. Stimmt. So, was haben wir hier? Waffen. Also ihr habt was von den Sachen, was eurer Basis freigeschalten ist. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Rang was freigeschalten ist. Das weiß ich gerade nicht auswendig. Ich schaue jetzt einfach in den Shop rein. Asche, Asche über mein Haupt. Aber was ist bei euch schon ziemlich alles freigeschalten, was Geschäft und so angeht, oder? Also der Einkauf ist Flotten, da. also ich kann euch mal kurz hier den Einkauf freischalten, dann könnt ihr euch das alles angucken. Raumversorgung. Jetzt hat. So, dann schauen wir uns jetzt Die üblichen mal Verdächtigen. Flotte Raumversorgung Shop. Okay, das kann ich natürlich nicht kaufen, weil ich Keine Sachen habe. keine Dilithium habe auf diesen Charakter. Für die Zuschauer, das ist nicht unser Let's Play Charakter. Wir haben jetzt mal jemand anderen genommen, damit wir auf der Klingonenseite überhaupt Ja, rumlaufen können. noch nehmen wir die Klingonenseite nicht auf Noch nicht. als Und wenn wir Tutorial-Vorstellung. als Föderation hier rüberkommen, werden wir ja gleich gehackmettelt. Unser Hack Könnte unter Umständen passieren. Ja. Okay, also das ist auch alles frei. Das ist Dritten auch alles Schneider hatten wir frei. jetzt gerade. So, Also hier haben wir auf jeden Fall Freizeitbekleidung. Seit wann haben die einen guten Freizeit? den Bodenversorgung, Quartiermeister und Raumversorgung. Die sind auf jeden Fall alle schon frei. Der Schneider ist frei, da haben wir ja schon reingeschaut. Ja, sicherlich, es fehlt noch einiges und andere Flotten sind bestimmt auch weiter. Aber wir haben das eigentlich bei uns so gehandhabt, dass wir jetzt uns sagen, wir machen uns jetzt da keinen Druck oder extrem schnell. Wir
wir kommen, wir machen das einfach so, wie wir kommen und wie weit wir kommen, dann läuft das schon. Aber ich sag mal so, bei euch gibt es noch viel Potenzial einzuzahlen, um Flottencredit zu verdienen. Genau. Also das ist ja auch nicht gerade schlecht. Ja, das ist ja häufig das Problem von den größeren Flotten, wenn ja alles voll ist. Wie verdient man sich die Credits? Genau. Also die Option ist bei euch noch da, sie zu verdienen. Genau. So, jetzt seid ihr mir hier schon wieder weggerannt. Ich Ja, glaub's ja nicht. ich guck mir gerade ein bisschen hier draußen die Basis an, was es Wir hier so haben alles sogar gibt. einen Entspannungsbereich mit Blutweinbrunnen. Wo? Oh, wo? 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 Ich muss hin. Wo lang? Das Wo geht lang? hier vorne rein. Wo? Entspannungsbad. Im Blutwein. Blutweinbrunnen, schöner Kamin zum Ausspannen. Kann man da rein? Ah, und tanzende Orione? Auch was trinken wir? Moment, ich habe meinen Platz gefunden. Toast auf die Ehre. Ich stehe im Blutwein. Also ich habe was Besseres gefunden. Ja, das war klar. Ich komme mal mit. Also Muss weg aufpassen. ich weiß gerade, was mir auf Föderationsseite irgendwie fehlt. Also für alle, die jetzt unter 18 sind, die zuschauen, bitte mal ganz kurz wegschauen. Du, es ist ja noch kein FSK 0-Alarm. Stimmt, die haben was an. Aber Eben. ich kann unter das Tuch schauen. Da ist auch noch Jetzt irgendwas. werden sie wahrscheinlich wieder viele decken, typisch zockert, die wieder nur digitale Mädels angucken. Ja. Nein, ich kann nicht so viel, ist nicht meine Flotte. Aber du Ja, schaust dafür. auch. Ah, schönes Lagerfeuer. Alter, wer hier auf dem Horn. Kennst du noch hier, sag schon. Jetzt habe ich echt den Namen vergessen, was für Silvester immer kommt. Dinner for One. Genau, da fliegt doch immer ein Teppich. Alter, Genau. wenn der hier über den Teppich fliegt, ne? Der fliegt nur einmal. Ich muss jetzt erstmal hier Gesten. Wo Ja, ist das ja. Ding? Ja, du musst doch Nee, bloß, nee, nee. Willst du tanzen? Ach so. Alter. Wenn's blubbert, wissen wir warum. Ja, das war eines dieser zahlreichen Verschönerungsprojekte. Na, ich muss ja sagen, ich spiele zwar die Klingonenseite nicht viel, aber mir gefällt vieles auf der Klingonenseite. Mir gefällt zum Beispiel das Lichtambiente sehr viel besser als bei Föderation. Ich mag dieses dunkle und teilweise von unten leuchtende. Dann, ich mag die Schiffe von den Klingonen. Ich mag solche Gimmicks wie das hier. Also, ich habe halt auch So. einfach die ganze Zeit Föderation gespielt, weil Klingonen nicht so weit waren. Was jetzt Missionen angeht und solche weiter und so weiter. Deswegen hat sich's einfach nie ergeben. Ihr spielt doch jetzt schon länger Klingonen. Für die, die vielleicht überlegen, Klingonen zu spielen, wie ist es denn eigentlich zur Zeit, Klingonen zu spielen? Also was jetzt darum geht, anzufangen und bis nach oben durchzuspielen, ist denn auch für jedes Level was dabei? Ja, also muss man sagen, also es lohnt sich definitiv ein Klingon zu spielen, weil die haben ja auch jetzt war das Legacy? Ich weiß es gar nicht mehr. Zu dem Zeitraum, wo die Romulaner kamen, haben sie ja ein neues Tutorial rausgebracht für die Klingonen. Und es lohnt sich definitiv mal durchzuspielen und man bekommt ja auch auf der Klingon-Seite auch ein bisschen mehr. Also, wenn ich noch mehr dringe, dann kann ich nicht mehr aufnehmen. Oh, das klingst du wie nach der zweiten Aufnahmesession. Was los? So trinke ich, so klinge ich eher, als wenn wir spielen, ohne aufzunehmen. Oh ja. Ma Oh ja. man bekommt zum Beispiel auf der Klingonenseite sehr viel Schmuggelware, was man auf der Föderationsseite nicht so viel bekommt. Ja, Aha. das denke ich mir gerade, weil ich hatte hier im Inventar noch 38 Schmuggelware liegen. Ich meine, das ist jetzt auch einiges an Delizium wieder. Ja, nicht nur Schmugglerware, es gibt auf KDF-Seite bekommt man im Allgemeinen wesentlich mehr Dilithium, als wie man auf Föderationsseite jemals erreichen kann. Okay. Schon alleine im Sektor, wo Kronos ist, da gibt es ja diese vier Nebel. Da gibt es ja schon Missionen, wenn man bei Level 50 ist, wo man bei jedem Nebel 1440 Dilithium kriegt. Okay. Oder allein schon die Mission, die klingonischen Missionen Pfad des Kriegers. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Pfad des Kriegers, das ist im
Das findet im Picanis-Sektor-Block statt und wenn man diese Mission Pfad des Kriegers annimmt, dann kriegt man alleine für diese Mission als Belohnung schon 2400 Dilithium. Don, ich glaube, wir fangen Klingon an. Wegen Dilithium oder wegen auch Oriona? Beides. Ich hätte ja auch mit meiner Orionerin kommen können, aber dann wäre definitiv das Thema Zocker und Spiel nur weibliche Charaktere absolut unterstrichen geworden. Das wollte ich dann halt doch nicht machen. Vor allem, weil meine, glaube ich, noch leichter bekleidet ist wie die hier oben. Ich sag mal gut. So, ich glaube, auf Fürtlingon-Seite gehört es sich mindestens eine Orionerin zu haben, oder? Ist das bei euch auch so? Ja, also bei mir ist das definitiv so. Komm, wir sind doch unter uns, uns schaut doch keiner zu. Wir können doch offen reden. Ich muss gestehen, ich bin, glaube ich, der Einzige in unserer Klingonenflotte, der keine Orionerin hat. Oh, der hat einen Orioner. Dafür habe ich eine Romulanerin auf Klingonenseite. Ah, okay, das ist das Gleiche. Das ist auch gut. Nur nicht so grün. Aber die haben grünes Blut. Gut, Dilithium. Wollen wir uns mal die Lithium-Basis anschauen? Die Lithium-Mine. Können wir machen. Können wir gerne machen. Gut, gerne. Dann beam ich mal Richtung Schiff. Nee, müsst ihr nicht. Also, ja, stimmt. Da vorne haben wir... gerade bei der Transporter-Plattform haben wir ja die Möglichkeit, überall hinzukommen. Also, Don, ich merke, unsere Flotte ist einfach noch nicht so weit. Das weiß ich alles noch nicht. Nee. Ihr habt ja auf Schiff beamen, Shuttle auf zur Flottenbotschaft. Wir haben zur Flotten-Dilithium-Mine und zurück zum Sektor. Spire kommt noch. Dann würde ich mal sagen, wir gehen trotzdem erstmal zur Botschaft. Erst zur Botschaft? Ja. Okay, Gucken wir uns mal die Botschaft an. Auf zur Botschaft. Zur Botschaft. Zoom. Wie ist denn so bei euch immer so in der Regel so die Aktivität bei euch? Also gibt es da bestimmte Stoßzeiten, wo immer jemand online ist bei euch oder ist die ganze Woche immer mal jemand da? Die ganze Woche eigentlich und eigentlich auch so ziemlich den ganzen Tag über. Und ich bin des Häufigeren oftmals bis 3 Uhr nachts da, gerade wenn ich Spätschicht habe oder so. So viel zum Thema Real Life geht vor. Hast wahrscheinlich auch Kinder, bist verheiratet und Arbeit? Nein, nur Arbeit. Ja. Also Mädels da draußen, er ist noch zu haben. Oder Orionerin oder Romulanerinnen. Und er hat einen hohen Rang. Aha. Ja, und er hat einen hohen Rang, es ist ist ein hohes Tier. Da gibt's was zu holen. Von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja. Psionische Agia. Ich gucke mir gerade hier wegen an, was da noch frei ist hier. Ja, das habe ich wenigstens schon mal gesehen, sowas. Was? Was es dann hier gibt. Achso, ja, wo bist du? Ach, da bist du. So, okay, diese botschaftmäßig ist ja eh das gleiche wie bei der Föderation. Das ist ja eh auf. Fast, es stehen andere Shuttles drin. Ja, und etwas anders dekoriert. Ein bisschen, ja, die Konsolen sind anders, ja. Ich glaube immer ein bisschen hinterher, ich merke schon. Schwupp, auf zur Lobby. Auf jeden Fall alles mehr rot. Wachoffizier. Und willkommen, ein bisschen General. Ne, das machen wir nicht. Dann laufen wir mal da oben lang. Laufen wir ein bisschen vor. Nachdem ja du ja eh auch aufnimmst. Ach, siehste, in der Flotte schreibt gerade jemand Moin. Dann tun wir doch gleich mal grüßen. Moment, ja. Willkommen in der Aufnahme. Das soll ich vielleicht auch mal hier ganz schnell. Mal, du bist im Fernsehen. Ich habe natürlich jetzt wieder hier. Weiß denn eure Flotte Bescheid, dass wir hier aufnehmen? Ja. Ja. Okay. Weil da ging's hoch. Oder erstmal hier gucken. Das Fenster. Ja, also das, wo jetzt derjenige geschrieben hat, das ist unser zweiter Kanal. Wir haben hier noch einen 81. Flottenkanal. Da sind beide Flotten, also wenn jemand auf Fettseite ist und da schreibt, kann man das dann hier auch lesen. So flottenübergreifender Channel. Ja, einfach aus dem Grund, weil manche spielen auf KDF-Seite, manche auf Fettseite, so kann man sich halt besser verständigen. Ja, das kennen wir ja. Wir haben das ja auch keine Schleichwerbung gemacht. Genau. Nein, nee, aber das ist ja eigentlich das Logischste. Wenn man Flotte hat, dann hat man meistens auf der anderen Seite auch eine. Und das ist nun mal die einzige Möglichkeit, außer Teamspeak, da flottenübergreifend arbeiten zu können. Ich kann dir auch sagen, Soran, man hat es gerade bei mir gesehen, weil ich gerade umgestellt habe. Wie umgestellt? Den Channel. Achso. Ja, ich hatte ihn ja noch nicht drin und hatte hier noch alles mögliche andere drin. Und da hat man es gerade mal gesehen. Das Aquarium-Ding ist ja geil.
So ein Ding will ich auch. Was? Ein Aquarium-Ding. Ja, komm mal zu mich. Oh, was ist jetzt? Moment. Er ist wahrscheinlich noch unten, oder? Ja, der Don, der weiß noch nicht, wie man spielt. Den muss ich auch immer erklären, wie er STO sich einloggt. Ich habe gerade ein paar Rucklos im Spiel. Ich hoffe, dass das nicht wieder sowas wird wie letztes Mal. Halt! Don, halt! Moment. Hier, halt! Das gefällt mich gerade gar nicht. Kann ich da... Don, das hoffe ich nicht, weil nicht, dass es das Mal ist. Ja, das liegt an der Klingonenseite. Die sind technisch nicht so weit entwickelt wie die Föderation. Nein. Was ist denn hier passiert? Dafür hauen sie einen aufs Maul, wenn man böse ist. Moment, bei mir hat es hier gerade den Rand voll geworfen. Was ist denn da kaputt? Da muss ich erstmal. Gut, also wer richtiges Flottenvorstellung sehen will, kommt auf meinen Channel. Ich tue hier nur mal ganz eben ein bisschen umlegen. So, da ist natürlich was frei. Ich guck mal hier mal derweil alles an, da rennen auch wieder halbnackte Orionerin rum. So, hier seid ihr. Das ist eigentlich fast Standard auf unserer Seite. Ja eben, das muss sein. Also, ich meine, man erstellt ja im Endeffekt ja nur einen Klingon wegen den Orionerinnen. Oh, hier gibt's auch Fische. Alter, die sehen ja aus wie die Fische bei den Simpsons, die haben mehrere Augen. Ja, das war auch wieder eines dieser zahlreichen Dilithium-Updates für die Verschönerung. Aber gut, man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob man so viel Dilithium für so eine Verschönerung ausgibt. Also aber ich finde sie schön. Ja, die finde ich schöner als auf Föderationsseite. Genau. Und das hilft einem auch stellenweise, sich noch heimeliger zu fühlen. Die Blubbers, die sind da von der Romulaner, oder? Genau. Von diesem einen Planeten, ne? Genau, von der Romulus. Das sind ja die. So. Ich bin jetzt ich glaube, es liegt eher daran, dass ich im Hintergrund noch rendere. Weil der wieder alles auf einmal machen muss. Der kriegt immer die Nase voll, ey. Ich muss die Zeiten ja nutzen, wenn ich da mal nicht zocke, dass ich was raufladen kann. Weil du weißt, wie es ist auf dem Dorf. Ja. Also hier ist auf jeden Fall viel los hier. So. Oh. Übrigens, ich hätte gern so ein Fell. Also hier jetzt bei mir, weil das sieht irgendwie kuschelig aus. Und ich glaube, da kann man auch prima die Flaschen aufmachen an den Flaschenöffnern, die da dran sind. Ja, du denkst, ich denke praktisch. So. Mann. So, ich komme. Wo seid ihr jetzt? Seid ihr da? Ne, auf der Map seid ihr unten. Wo seid ihr? Ah, okay. Ach ja. Jo, schon auf dem Weg. Kommt ihr zum Obst? Du kannst hier nicht drauflaufen. Doch, geht. Ja, pass auf, dass du nicht durchbrichst. Dein Gewicht ist ein bisschen höher. Nö. Ich meine, wir hatten es ja in der letzten Flottenvorstellung. War ja auch ein Glasboden. Ist ja fast genauso hier. Bisschen hier umschauen. Oh, mal warten, bis der Don kommt. Bin doch hier schon. Ich stehe im Zentrum. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade aus dem Augenwinkel nur gesehen, ich dachte schon, das ist der Todesstern. Was ist das eigentlich für ein Schweif, der da hinten dran hängt an dem Planeten? Da oben? Wo, da oben? Das ist vom Holoprojektor wahrscheinlich. Geht, das kommt doch von unten. Strahle. Mich wundert's nur gerade. Stimmt, das ist ein bisschen. Oder da haben wir schon zwei programmiert. Der eine hat sich gedacht, es kommt von unten. Da ist auch ein zerbrochener Mond. Oder von der Seite. Welches war denn das gleich mit dem. Praxis ist der zerbrochene Mond. Aber das ist ja eigentlich falsch, oder? Nee, mal ganz kurz, welchen Planeten soll das eigentlich darstellen? Jetzt mal die Frage an euch hier. Also ich. Gute Frage. Eher neue Romulus, also. Hat neue Romulus einen kaputten Mond gehabt? Sag mal jetzt einfach mal ja. Gut, dann tut es irgendeinen Planeten darstellen. Sag mir einfach mal, auf dem es genug Tagfleisch gibt. Oder die Heimatwelt der Trippels und ihr plant hier schon mal den Angriff für die Auslöschung. Oh, sie kommt von Triple LP. Was? Don, wir müssen weg. Was? Wir sind von Triple LP und sind bei den Klingonen, du weißt schon, was das heißt. Futter! Nein, die haben doch die Klingonen die Triples ausgelöscht. Ich geh weg, tschüss.
Noch nicht ganz. Nein. Ich hoffe, ihr seid über den Dribbles hinweg und lasst uns da. Ja. Ja. Wir haben ja selber Dribbles. Genau. Ich habe vorhin sogar mal einen gestreichelt. Passt, ja. Ich glaube, das war noch so eine Fotoaufnahme. Ich will gar nicht wissen, was du vor der Aufnahme alles streichelst. Das ist ja. Ja, ich. Boah. Ich streiche mir durch mein volles Haupthaar, wie du siehst. Das ist schon wieder so ein Tag heute. Aber wie man sieht, im Flottenchat ist einiges los. Jetzt muss ich nur gucken, dass wir. Warte mal, du hast geschrieben? Okay. Muss ich mal. Man könnte ja meinen, ihr habt wirklich angekündigt, dass wir kommen, damit die ganzen Leute online sind. Also normalerweise werden immer Statisten eingeladen. Na eben, wenn man bedenkt, wir sind ja schon zu viert. Also sind dann immer noch 2, 4, 5 Leute online. Was sagt denn die Mannschaftsliste? Ja. Deswegen bin ich ja gerade drin. Ich bin natürlich der rangtechnisch am niedrigsten. Ja. Tom. Das Problem war ja, ich hätte zwar auch mit einem anderen Charakter kommen können, nur leider ist der Oberhaupt der anderen Flotte gewesen. Und wenn ich da rausgehe, es gibt keinen, der mich da befördern kann. Du hättest mich ja befördern können. Deswegen habe ich gedacht, ich war aber wohl bemerkt schon mit der Maus über dem Button. Aber ich habe gedacht, ich nehm dann doch einen anderen. Nee. Wie gesagt, ich hätte dich auch hättest also, mich befördert, hätte ich gemacht. Ja, ich kenne dich. Ist auf jeden Fall viel los hier. So kann man nichts sagen. Weil gerade Klingonenseite muss man ja einfach sagen, dass die es schwerer haben als die Föderation. Oh ja. Und die Föderation hat es ja auch schon nicht wirklich einfach, muss man sagen. Zumindest was neue Mitglieder überhaupt angeht. Es gibt leider mehr Flotten, die suchen, als Leute ohne Flotte, die suchen. Und von daher. Ja, und die klingonische Seite hat ja auch noch mit dem Problem zu kämpfen, dass nicht viele Leute so gern Klingonen spielen. Wobei ich vermute, das liegt auch daran, dass viele Leute Star Trek eher mit der Föderation verbinden. Und wenn die hier ins Spiel kommen, sehen, oh, Föderation, Klingonen kann man ja auch machen, nö, braucht man ja nicht. Obwohl ich eigentlich die Klingonen spätestens seit Deep Space Nine echt eine faszinierende Rasse aus Star Trek finde. Also ich mag die wirklich sehr. Ja. Willst du mir jetzt widersprechen? Das bringt sich, Wolf. Ey. Ey, willst du mir widersprechen? Ich habe eine Taschenlampe. Ja, willst du mich jetzt hier anleuchten, MacGyver, oder was? Also kaum sind wir bei euch in der Flotte, sind wir schon auf Blutdurst hier. Also das ist definitiv eine Klingonenflotte, das muss man echt mal sagen. Oh ja, geh mal wieder. Es fehlt ja definitiv ein Blutweinbrunnen. Der ist da in der Mitte. Der müsste hier rein. Einfach auffüllen und der leuchtet sogar von unten. Das tut nur das Bild oben ein bisschen verschwimmen. Gut, gehen wir mal zur Lithiummine. Vielleicht riecht mir sogar ein bisschen den Lithium ab. Müsste dann, glaube ich, wieder zur Ops und zur dann zur Shuttle-Rampe gibt's hier. Ich glaube. Warte. Yep. Seitdem ihr jetzt ja gesagt habt, dass viele Leute ja eigentlich vielleicht keine Lust haben, Klingonen zu spielen, da macht's doch mal den Leuten schmackhaft. Was wäre der beste Grund, einen Klingonen anzufangen bei Star Trek Online? Einen haben wir schon gehört. Erfahrene Klingonenspieler. Sehr viel Dilithium. Ja, das auf jeden Fall. Also für Dilithium-Farmer klingt's interessant. Also ich habe hauptsächlich die Klingonen angefangen zu spielen, weil mir das Gameplay von den Klingonen eigentlich schon fast besser gefällt wie auf Föderationsseite. Es gibt nämlich so viele Story-Missionen vor allen Dingen, die um einiges besser sind wie als auf Föderationsseite. Schon allein die Mission, wo man nach Stovokor reisen muss. Ja, die kenne ich auch, die ist echt gut gemacht. Und man muss auch einfach mal dazu sagen, dass auf Klingonenseite die Mission, wo man nur rumballert, eigentlich mal mehr Sinn ergeben als bei der Föderation. Muss man einfach mal sagen, oder? Ich meine, als Föderationsschiff rumzufliegen und in jedem System erstmal als erste die Schiffe abzuschießen, das ist unheimlich diplomatisch. Wie war das bei der Mission, wo wir festgestellt haben, wir konnten die Romulaner nicht zerstören? Weil... Oh ja, wo ist... War die eigentlich schon online? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Also falls es noch nicht online war, mal kurz die Geschichte zu erzählen. Wir waren in der Mission und vor uns ist ein romulanisches Schiff aufgetaucht. Und wir haben natürlich nichts anderes gedacht, als sofort loszuschießen. Das Ding bis auf 0% runter. Das Ding ist nicht explodiert. Haben wir schon an einen Bug gedacht. Und irgendwann als da... Ja, haben schon an einen Bug gedacht. Irgendwann war der rote Alarm weg und wir haben festgestellt, wir mussten erstmal mit denen reden. Haben wir gedacht, okay. Also wir hätten erst reden sollen, bevor wir... Das war dann schon die Gewohnheit von... Ja, eigentlich ist er ja eher Klingonenmanier. Ja, deswegen.
Ich wollte es gerade sagen, da wird erst geschossen, genau. Dann gefragt. Genau. So, seid ihr schon weiter? So, jetzt bin ich jetzt bei der Delizium. Bin ich auch gleich noch. So, was haben wir denn hier eigentlich für Schiffchen? Schiffchen? Ja, ich suche gerade, was die Leute hier alles haben. Ah. Habt ihr gleiche Schiffe? Oh, ihr seid ja einfallsreich. Oder sind die einfach so gut? Das ist halt die Flottenvariante vom Watcher. Die Watcher ist eins der besten Schiffe auf der Klingonenseite. Okay. Muss man noch dazu sagen, die ist ungefähr so wie die Excelsior auf der Föderationsseite. Wobei eins der schönsten Schiffe habe ich. Ja, die D7-Klasse ist einfach ein schönes Schiff von den Klingonen, also rein optisch. Das ist ein schöner Klassiker, finde ich. Weil Sache, was Schiffe angeht, finde ich auf der Klingonenseite viele schöne Schiffe. Mir gefallen auch unheimlich die guten klassischen Bird of Prey ziemlich gut. Vor allem der D7 war ja schon einmal Flaggschiff der Klingonen. Ja. Denke an Star Trek 6, das unentdeckte Land. Genau. Die Kronos One. Ja, genau. War unheimlich schönes Schiff, finde ich. So, rausgehen tue ich mal nicht, weil ich habe bei dem Charakter Tatsache keinen Anzug. Aber wir haben hier. Also, wenn du keinen Anzug hast, okay, dann. Nicht mal eine Bank oder so, oder so. Nö, aber ist egal, draußen sieht es ja genauso aus wie immer, also da steht ja nichts Besonderes. Oder? Nö, außer dass man Dilithium im Außenbereich farmen kann. Ja gut, das kann man ja überall, aber ist jetzt nicht so, dass da jetzt was ist, was ihr jetzt Besonderes freigeschalten habt oder so. Nö. Deswegen, da brauchen wir dann ja eh nicht rausgehen gucken. Was haben wir? Maschine, Maschinistin sprechen. Ach genau, da kann man gleich die Mission mitmachen. Natürlich die typischen. Wenn man schon da ist. Tauschbörse. Wir könnten uns aber schnell, warte mal. Tauschbörse. Ich habe ja nicht mehr Geld hier bei dem Charakter. Ich warte, ich kaufe dir was mit. Echt Schande für mich. Ich habe 18.000 Credits hier. Panzerung. Das ist nix. Hier, 300. Ja, den hätte ich gern. Und den hätte ich auch gern. Herzlichen Dank. So, komm mal her. Also, kaufen hättet da jetzt nicht unbedingt was müssen bei uns auf der Flotten. Wie gesagt, wir verdienen doch einen Haufen Flotten-Credits und Dings bei YouTube. Da komm mal her. Hier oben bin ich. Deshalb, Also, sie sind nicht schön, aber sie könnten dir passen. Also, ich hoffe, dass deine Wampe reinpasst. So, da. Halt. Da. Klasse. Du. So, hast du wenigstens verschlossene Zeitkisten? Die sind wirklich selten mittlerweile. Ach, ich mach die nicht auf. So, Status, müsste anzusetzen. So, da ist er. Also wie man aussieht, wir haben hier bei dem Typi da auch schon alle drei tägliche Missionen auch schon freigeschaltet. Ne? Also gut zu wissen, dass es da mehrere gibt. Ja, komm. Alter, bin ich so unwissend in dem Spiel und spiele da schon seit der Beta, das kann jetzt nicht sein, oder? Also wie man sieht, bei euch lernt man sogar noch was. Moment. Donny? Was? Moment, ich hab da hier noch was zu machen. So, jetzt komme ich. Wir wollen die Lithium farmen. Du hast bestimmt wieder einen High-End Ultra-Anzug. In grün mit HPP. Nee. So, was müssen wir machen? So. Was machen wir denn? Reines Dilithium abbauen, reichhaltiges. Und reine, die machen wir reine. Wo? Wenn reine. Richtig. Reichhaltige, reine. Ja. So, jetzt könnt ihr uns mal zuschauen, wie wir hier abbauen. Was kann man, wie das ging? Ah, die könnten wir uns alle annehmen, ne? Halt. Ich sollte mal. Ja, aber das dauert zu lang. Wir wollen doch jetzt hier nicht Milizen abbauen, wir wollen eine Flotte vorstellen. Dann, okay. So, da drüben ist schon mal was. Oh, da rennt eine Horta. Gehört ihr auch zu eurer Flotte? Horta, Bauarbeiter. Nein. Das sind eingestellte Werkarbeiter. Stimmt. Ach so. Sprich, wenn die bei euch lang genug arbeiten, dann werden die zu Hort haben. So, da kann man was machen, oder? Da. Ich habe einen. So, glaube ich. Ich habe einen sitzen. Ja, nein. Du hast ja ach so ne. Du hast öfters einen sitzen. Tür? Das hat aber nichts mit Dilithium zu tun. Was erzählst du da wieder? Alter, wieso finde ich nichts? Ich hab's doch. Ja, du musst diese komischen Leuchtdinger nehmen, ne? Ja, wenn. Ja, ist schon klar, aber das suche ich gerade. Wenn ich auf die Map gucke, ist alles leuchtend. So. Oh, da hinten rennt sogar jemand, aber es sind Bergbauarbeiter. Kannst du den machen, den ich ja auch gerade mache? Ich bin so weit weg jetzt, bis ich wieder zu dir laufe. Okay.
Dum-di-dum-di-dum. Hätten sie nicht so machen können, dass jeder abbaubar wäre? Oder hinten das ginge zu schnell. Was? Geht's halt. Extrem reines Delete zum Abbauen. Ja. Ich hoffe, das steht bei allen da. Wird jeder mal sehen, jetzt live sehen, in dem Video sehen, wie ich das, schlecht ich das mache. Machst du es mit der Maus oder mit der Tastatur? Mit der Tastatur. Weil, das ist wenigstens... Ja, also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ich mache also. Das mit Gedankenkontrolle. So, also wir bauen 815 ein bisschen Punkte. Nehmt mit zu unserer Flotte. Durchschnitt, würde ich sagen. Oder? Hast du nur gesagt und hoffen, dass ich weniger habe und bitte lachen. Nein, ich würde dich doch niemals auslachen. Wenn du gut, dass ich schon bei 1000 bin. Das schaue ich mir dann eh an. Keine Angst. Ich habe es auch nicht wirklich geübt. Also noch nie geübt, in dem Sinne. 815. Wie ja, 940. Gekriegt. Aha, gut. Ein paar mehr. Gut, ich bin besser wie du. Ja, du hast einen mehr bekommen. Der letzte ist, der war ein 35er. Ne? Ja, wenn du 900, 850, ach, 940. 940, da ist ein bisschen mehr wie, ja eben, da ist ein bisschen mehr als 35. Du hast aber viel Glück gehabt, wa? Ja, das ist, das nennt man Talent. Was ist denn so euer Durchschnitt so beim Abbau? Sagt doch mal, wie gut ihr seid und wie schlecht wir sind. Also bei mir ist auch durchschnittlich so zwischen 700, was war das, 725 oder 15 und so 900 oder so. Aber das, ja. Dann bin ich ja doch gar nicht mehr so schlecht. Ja, 695. Es kommt immer drauf an, wie oft die Dinger sich ändern. Ja, manchmal hast du Glück und du musst vielleicht nur zwei, dreimal ja, tippen oder so. Und manchmal, da musst du echt immer so halb überhaupt irgendwie machen. Groß ändert. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Thomas bis ist. 1100. Ui. Ja, das sind dann die Profis und die... Ja, das sind dann die, die den ganzen Tag nichts machen. Das sind die, die ihr Wert auf Real Life legen, aber den ganzen Tag sowas trainieren hier. Ja, ja, das kennen wir doch. 775, ja. Ich muss zugeben, ich bin bei diesen Minispielen auch schon sehr geübt, weil ich halt auch viel, ich habe auch sehr viele von diesen VIP-Dilithium-Abbau-Ansprüchen. Und auf Neuromulus habe ich auch schon oft diese Minispiele gemacht für diese Strahlungsproben, um meine Romulaner-Marken zu sammeln. Also nochmal an die Frauen da draußen, der Mann ist Single und hat definitiv Talent. Also nicht nur, dass er Flottenoberhaupt ist, er kann auch Dilithium abbauen. Also so einen dicken Dilithium-Klunker am Finger ist bestimmt auch nicht schlecht. Sieht cool aus. Man hat ja was von Amethyst. Also ich schreibe mal seine kompletten persönlichen Kontakte. Mit Handynummer, in die Videobeschreibung. Mit Handynummer und allem drum und dran, damit ihr ihn so richtig schön stalken könnt. Ach, da fällt mir natürlich gerade noch was ein. Wir hatten zwar vorhin, dass teilweise schon die Mitglieder Kinder mit ihren in der Flotte haben, aber was ist denn so euer Alter in der Flotte? Habt ihr da Mindestalter, genau, so Durchschnittsalter? Wisst ihr, ist mir schon dreimal durch den Kopf gegangen, dass ich fragen wollte. Ich hab's mir wieder vergessen. Also ich werde definitiv schon alt. Der Jüngste ist 14, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Und der Älteste, Matze, wie alt ist der Detlef? Oh, der Älteste. Aber schon noch im zweistelligen Bereich, oder? Über 50. Definitiv im zweistelligen Bereich. sogar im hohen Stellenbereich, sag mal so. Ich meine sogar über 50. Also da ist eigentlich alles dabei. Gut, also jetzt aber direkte Mindestalteraufnahmekriterium oder Maximumalter habt ihr jetzt nicht. Solange sie genug farmen und einzahlen, ist alles okay. Ne? So könnte man natürlich das auch nennen. Nee, wir haben uns letztens mal drauf geeinigt, dass wir so ab 16 einstellen. Ja, die meisten haben ja die Grenze Ü18, sag ich mal. Ist aber dann also dann auch für die Jüngeren, also ab 16, interessant, sich bei euch zu melden. Ja. Und trotzdem, ich sage jetzt mal, erfahrene, ältere Spieler zu haben, die man dann mal fragen kann und so weiter. Ist auf jeden Fall vor allem, genau, vor allen nicht schlecht. Bei
Bitte, bitte. Entschuldigung. Wie gesagt, TS-Zeitverzögerung. Habe ich extra so eingestellt, 5 Minuten. Na, bei uns ist alles vertreten, von Anfänger bis langjährige Veteranen. Ja. Ja gut, es wäre schlimm, wenn alle schon alles wüssten, ne? Dann hätte ja keiner mehr was zu sagen. Das kann man gar nicht. Inzwischen, wenn ich dran denke, als ich STO angefangen habe und jetzt STO, wenn man sich wirklich sehr genau damit befasst, dann ist das Spiel schon sehr komplex geworden. Also alles wissen, das funktioniert gar nicht. Vor allem, wenn es in Richtung Waffenausstattung und Optimierung geht. Und es gibt ja im Endeffekt ja auch nicht die eine perfekte Einstellung, die man sich rausgoogeln kann, sondern da geht es ja wirklich auch mittlerweile schon darum, was will man denn eigentlich spielen und so weiter, und dementsprechend kann man sich dann ausrüsten. Und da ist dann natürlich dann Hilfe und von Leuten, die vielleicht schon ein bisschen rumexperimentiert haben, auf jeden Fall nicht schlecht. So. Alter, laut Map ist ja was zum Abbauen. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich habe, glaube ich, meine 5 Sachen zusammen. Ja, ich noch nicht. Ich habe da hier 2 Markierungen auf der Map, aber das ist meist, das sind große Säulen. Eine Markierung, da muss man mit den Anzug düsen, dafür sind diese Plattformen mit diesen Navigationspunkten. Ach da. Das ist dieser ganz, wo man ganz viel Dilithium zum Abbauen kann, das geht nachher runter in so eine Höhle. Ich schau mir jetzt gerade mal den Himmel an. Ach schon, sind diese Plattformen freischaltbar? Oder sind die immer schon da? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Nein, die kommen mit der letzten Ausbaustufe. Okay, also ist das auch schon mal freigeschalten? Da oben. Ich komme mal schauen, wo muss man denn da überhaupt hin? Wo ist es denn? Tolok, du kennst. Ach, hier, da ist es die nächste. Hui. Weiß auch nicht, ob ich jetzt richtig bin. Weil ich auch mal ganz, ganz zur Arbeit spielen. Also, ich weiß ja noch so ungefähr, dass es vom. Also, auf dem normalen Ferengi-Asteroiden ähnlich ist. Ich habe noch gerade keine Ahnung, wo du eigentlich steckst. Das habe ich. Ich gehe schon in die Höhle. Hey, das ist echt geil gemacht. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Alter. Da lohnt sich die Aufnahme. Ich will da auch hin. Geh in die mittlere Plattform. Da ist doch mitten in dem Dings, wo man reinkommt, auf diese Außenbereich, so eine Plattform. Ja. Und dann, wenn du dich umschaust, siehst du die nächste. Und da tust du halt hinspringen, wäschst schon mit dem Anzug. Mal schauen. Wo sind die? Hier lang, sagst du. Ah, da ist eine. Da sind ein paar größere Dilithiumkristalle. Also, nochmal wegen Frauen, er hat eine Menge Dilithiumkristalle. das wird ein großer Klunker am Finger. Oder? Dahin? Jetzt hängt er aber bei mir fest. Geht das noch ganz weiter runter oder? Sind wir schon ganz drin? Nee, das ist das tiefste hier. Da hinten ist noch was. Da. Aber abbauen direkt kann man ja unten nichts, oder? Doch. Bei einer täglichen Mission muss man hier runter, um abzubauen, ja. Bei irgendeiner war das, ich glaube, extrem reich war das, glaube ich sogar. Ja, hier trotzdem habe ich schon mal 516 Dilithium abgebaut heute. Die zahle ich auf jeden Fall mal wieder Flottendingens ein, aber erstmal gebe ich das. Obwohl, abgeben kann ich es eh nicht, ich habe es nicht fertig gemacht. Aber ich zahle es nicht fertig ein. Gemacht. Na komm, wir wollen jetzt den ganzen Tag jetzt nicht. Die 5 Sachen habe ich fertig. Ja, ich habe da draußen jetzt nichts mehr gefunden und ich bin auch zu faul zu suchen. Ich bin auch viel zu schlecht da drin. Oh, du hattest doch mehr wie ich. Mann. Da mache ich es hier, obwohl. Ich muss erstmal raffinerieren. So. Dann tue ich sie mal in die Sphärenaufwertung rein. Achso, noch. Es war nur 560, aber besser wie nix. Da, so. Da. Dann versuche ich auch mal wieder hier rauszukommen, parallel. Bist du da auf Rückweg? Bin ich gerade noch, ja, ich bin gerade auf Rückweg. Ist aber cool gemacht, ne? Ach, so weit sind wir noch nicht. Vor allen Dingen, wir haben bei der Hauptzentrale haben wir ja noch ein zweites Stockwerk, ne? Ja. Sternenbasis. Alter, das ist ja gar nicht das, was ich brauche. Da ist gar keiner. Dann du musst da rein. Botschaft. Schwupp. So, boom. Da geht's raus. Ein
einen kleinen Schritt zurück, dann kann man den hier oben anklicken. Oder ganz nach oben. Oder ganz nach oben. Genau, geht auch. Tja. Ja. Ja, ich bin der Tischer, bin ich auch. Tischer. Du meinst der Taschentischer? Ja, Taschentischer. Taschentischer. Ja. Kleines sächsisches Raubtier. Taschentischer. Ja, wir Ossis sind in Bayern und reden. Wie reden wir denn? Sächsischer Tischer. Ja, so, abgeben. Nee, muss man das eigentlich noch abgeben? Da drinnen musst du doch abgeben, oder? Genau, wieder zu dem. Genau. Kremaner zurück. Ja, ich hüpfe mal ein bisschen rein. Ein kleiner Schritt für den Klingon, aber ein großer Schritt für die Black Dragon Society. Abon in Arbeit? Was? Achso, reine oder sehr reine Tritiumkristalle abbauen. Was habe ich jetzt abgebaut? Wahrscheinlich. Aber der hat es hochgezählt bei mir. Ja. Hm. Ja. Hm. Tue ich wieder mal nach. Ich habe irgendwas angezahlt. Du. Was jetzt mein. Ach ne, ich muss ja. Das da machen. Wenn man dann gut durch diese Tür durchgeht, kommt man dann in den zweiten Stock. Jo. Dann machen wir das nochmal glatt, auch mal an. Da durch. Ui. Ui. Das hat schon fast ein bisschen. Na, ich stehe vor allem gerade nur in der Türe und kann durch die Mauern sehen. Was? Ja. Ja, das kannst du dann bei mir sehen. Ja, ich sehe dich, auch deine Hände, habe ich gesehen. Gut, ich bin schon auf jeden Fall schon mal drin, guck's mir an. Also wie es hier drin ausschaut, könnte auch mein Schlüssel sein. Eigentlich. Ja? Okay, das hatte ich jetzt auch noch nicht. War gerade außer. Mein Rekorder empfängt keine Signale. Ich schlage vor, wir versuchen einen anderen Weg. Der ist gut. Also ich kann euch jetzt auch mal die Map von unten zeigen. Das muss ich erst noch kurz aufnehmen. Sekunde. Sehr interessant, sehr interessant. Da muss ich doch echt mal ausnahmsweise mal hier auf deinem Video schauen. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ich guck mir derweil das hier oben an. Ist das romulanische Gegend hier? Das ist doch remanisches Bild da oben drin. Oh. Da wo ich jetzt bin, das ist doch aus dem remanischen Schiff. Das war doch in Star Trek Nemesis zu sehen, wo sie den Shuttle-Hangar geöffnet hatten. Stimmt, ja. Mit diesen remanischen Sprache mit den Bildsymbolen. Ja. So. Ach, ich bin so intelligent, ne? Ich bin so nerdig intelligent. So, ich muss erstmal jetzt mal wieder andocken. Das ist zwar ein Wissen, mit dem man sich nichts kaufen kann, aber ich bin nerdig intelligent. Und so. Und das ist natürlich der Anmachspruch überhaupt bei Frauen. Ich kann Remanisch. Ey, willst du mal meine remanischen Bildsymbole sehen? Ist eine hochkomplexe meine Sprache. Eine klingonische Briefmarkensammlung. Hast du auch welche? Na, klingonische was? Briefmarken? Klingonische nicht? Briefmarken, nö. So, jetzt versuche ich es nochmal mit der Tür in da oben. Ist ich doch nicht. Ich hab nur ein Triple da. Also ich stelle fest, es gibt ein paar Ressentiments gegenüber Norsikanern. Ich habe dasselbe Problem. Ich stehe auf der anderen Seite. Ich stehe jetzt auch unten auf der falschen Seite von der Tür, ne? Glaube ich. Aber ich bin reingekommen, ne? Ja, ich bin auch reingekommen. Ich stehe hier jetzt wenigstens auf der richtigen Seite. Also irgendwas stimmt da nicht. Also man muss zur Verteidigung sagen, das Problem liegt nicht an der Flotte, sondern das Problem liegt an Star Trek Online. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass es hier nur an eurer Flotte hängt. Aber ich komme hoch ich, und ich probiere das auch nochmal. Also. Ich stelle mich jetzt nicht genau vor die Tür, wo ich... Aber hier, du hängst... Tu doch mal beim Dings dann nach vorne gedrückt halten. Ich stehe schon wieder in dem Ding drin. Also ich egal wie hoch, wie oft ich hoch und runter gehe. Ich komm auch immer raus. Sehr interessant. Aber es geht nicht nur mir so, ne? Ich glaube, das muss man glaube ich erst freischalten. Das muss man erst mit Delizium freikaufen. Ja, das ist eine Flottenmission.
Das muss man erst freischalten. Nee, das ist so, es gibt eine bestimmte Anzahl an Spielern, die durch die Tür. Nee, das ist eine Sonderfähigkeit von Nausikanern. Die können durch Wände gehen. Ach so. Da kann man nicht herunterhüpfen. Ah, sehr geil. Das ist echt nicht zu glauben. Ja, Aber ich stehe vor dir, ich sehe dich. Guck mal durch. Lauf nochmal nach vorne. Da ist er. Ihr steckt beide echt in der Wand fest. Ich versuche jetzt einfach mal was aufzubauen und hoffen, dass es mich beim nächsten Mal hochbeamen einfach blockiert. Und dann hängst du nicht nur in der Tür fest, sondern auch in deinem Schild. Das macht dann auch nicht mehr den dicken Unterschied. Also das ist das erste Mal, dass ich dieses Problem habe. Ja, das liegt bestimmt an uns. Beam mich mal wieder raus. Wir hätten doch nicht das Virus vorher hochschleusen sollen. Also wenn wir noch mehr Schilder aufbauen, dann kommen die gerade mal durch. Ich versuch's jetzt nochmal. So. Das ist der klassische Trophy-Effekt. So. Ja. Ja, definitiv. Ich streiche jetzt nochmal meinen Triple, vielleicht bringt der Glück. Ja, schöner, braver Triple. Und? Wo stehe ich? Natürlich auf der falschen Seite. Wieder. Oh. Wahnsinn. Also komm. Also geh mal runter. Ja. Ich versuche hier. Nee, jetzt nicht mehr. Nee, jetzt hänge ich hier wieder in der Tür drin. Also egal, wo ihr hin wollt. Wenn du einmal da oben warst, ja, ich schaue mir das nochmal ein bisschen hier an, was man so sehen kann. Also hier eine schöne Tür. Das Dumme ist aber auch ein bisschen, man kann nicht doch hochbeamen. Kannst, ja, ich kann wieder hochbeamen. Und ich kann auch gleich runterspringen. Dann beamen wir. Also das Coole ist, die Treppe geht ein paar Stufen auf der anderen Seite runter. Also du bist nicht direkt verloren. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. In der Sphäre gab es da auch schon irgendwas zu sehen? Ja, da können wir auch gerne hin. Gut, dann fliegen wir, da müssen wir mal hinfliegen, ne? Wenn wir auf dem Schiff sind, den Transwarp zum Sphärenflottensystem haben wir schon. Richtig. Gut. Dann beam ich mal hoch. Dann... Don, du bleibst noch ein wenig, ja, in der Tür, ne? Ich bewache die Türe. Gut. Manchmal fühle ich mich verarscht. Gibt's denn sonst noch irgendwie was zu eurer Flotte zu erzählen? Irgendwas, was, wo ihr hin wollt, ob ihr irgendeine Ausrichtung habt, was so eure Ziele sind für die Zukunft, irgendwas? Absolutes Schweigen. Also so viel hätte ich jetzt nicht erwartet. Ziele gibt es natürlich, viele. Ja, erzähl doch mal. Natürlich in erster Linie der weitere Ausbau der Flotte, weil irgendwann will man ja auch gerne mal fertig werden. Mhm. Beim PvP-Team sind wir da auch gerade am Aufstellen auf beiden Flotten. Ja, ist ja praktisch, wenn man dann bei Föderation und Klingon ist, da kann man sich gegenseitig bekriegen. Ja, zum Üben ist das sehr praktisch. Ich stehe hier vor der Flottenbasis und heißt interagieren, nennt sich die Sicht der Sternenbasis. Nimm Transwarp. Ah, okay. Nehme ich auch. Transwarp. Ich hoffe, du bleibst hier in der Tür stecken. Flottensphäre. Delta Quadrant. Transwarp. Oh, was gibt's denn noch für Ziele? Oder welcher Satz würde euch am besten beschreiben? Oh. Bei uns würde ich ja sagen, total unfähig. Ja, wir können nicht mal durch eine Tür durch. Ja. Also total durchgeknallt trifft bei uns auch zu. Das stimmt allerdings. Also wir haben auch immer sehr viel Spaß hier. Also so wie halt Klingon sein müssen. Blutwein trinken, um beim Trinken lachen und sich Schädel gegeneinander knallen. Genau. Was macht ihr mit den Orionerinnen? Also macht ihr auch mit? Da knallt man was anderes dagegen. Also bei diesen Geländern dürfte man nichts draufstellen, ne? Wenn die rausfahren oder die Treppen. Das stell dich mir aber lustig vor. Stell dir mal vor, du stellst so eine Reihe von Cola-Dosen drauf. Und dann fährt's runter. Das schießt wieder hoch. Ne, aber auch die Treppen, die hier rein und rausfahren, ich finde sie ein wenig übertrieben von dem, was hier. Ja, die gibt's aber auch auf normalen Spider. Ja, aber ich finde es nur ein wenig übertrieben, wie viel die hier mechanisch läuft. Oh, kann man auch runterspringen? Nein. Kein Echolate diesmal. Nein. Oh, die Tür ist zu. Aber Aussicht habt ihr, ne? Schön, also wieder an die Frauen. Hier gibt es sogar einen Balkon zum Erobern.
Ein bisschen hoch, also wenn er unten steht und hoch singen will, dann braucht ihr schon gutes Gehör. Oh yeah. Aber Balkon ist da. Oder wenn ihr Rapunzel sein wollt, ihr braucht lange Haare. Ein paar Kilometer. Jetzt könnte man ja die Türe wieder schließen. Hey, da fällt man wirklich runter. Ich hab nicht gewusst, dass du dort stehst. Ist klar. Ich hab's aber im Bild auf dem Video. Ich hab mir nur gedacht, wieso bewege ich mich nach vorne? Plopp. Okay, das funktioniert. Das habt ihr also auch schon freigestellt. Schalten, dass man Leute runter entsorgen kann. Das ist ein Limon, das ist normal. Raumausrüstung, ja, also die ist auch schon freigeschalten. Also ich muss jetzt wirklich sagen, noch bin ich auf nichts gestoßen, was nicht freigeschalten ist, ne? Alter, die steht ja auch spitz da. Also bei uns, es dauert zwar immer mal wieder ein bisschen, aber es ist immer mal wieder was freigeschaltet, also. Ja gut, das heißt, da dauert ein bisschen, das ist deutlich mehr, als wir bei uns freigeschalten haben. Wobei, ich muss mich da eigentlich an die eigene Nase fassen. In letzter Zeit komme ich dazu so gut wie gar nichts. Da geht's ja nicht anders wie mir. Was ist denn dich? Schaut ja sehr fragil aus, der Hosus Bird of Prey. Da hat sich wohl ein Designer dran verewigt. Der Hosus Bird of Prey. Es gibt ja auf KDF-Seite diesen großen Schlachtkreuzer, den Bortas. Der Hosus Bird of Prey ist auch dieses Begleitschiff, was der Bortas aussetzen kann. Das gibt es ja auch sowohl separat als Kampfschiff. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Bird of Prey fliege ich persönlich nicht so gerne. Ich finde sie nur optisch schön. Ja, optisch natürlich. Optisch kann man nicht darüber diskutieren. Da sind sie aber schön. Das ist ja eigentlich das typisch Klingonische hier, ne? Kaum ist man irgendwie in einer fremden Welt und tut die irgendwie besetzen. Das erste, was eingerichtet wird, sind Tische mit Rotweinbecher. Ne? Das ist hier alles voll. Hauptsache, man kann sich erstmal die Kante geben, bevor man aufs Erkriegen geht. Erforschen kann man ja bei Klingon nicht nennen. Und der K4 war auch mit dabei. Also ich glaube, das ist auch für mich ein Grund, mal Klingon zu spielen. Der K4 ist ein mit seinem Verbrennungsmotor. Geiles Ding. Also wie gesagt, also die Bierkrüge habt ihr frei, also die Blutweinkrüge habt ihr auf jeden Fall auch schon freigespielt. Ja, ich glaube, das ist Standardausrüstung, oder? Was ist das? Das ist Standardausrüstung, ja. Das gehört einfach dazu. Eigentlich gehört zum Blutweinbecher standardmäßig ins Inventar vom Klingon, oder? Selbst auf dem eigenen Schiff in der Offiziersmesse stehen überall Blutweinkrüge rum. Also ich könnte euch einen Tüllerbeerenwein und einen katassianischen Kanar anbieten. Und ein Dosi Rogut und romulanisches Ale. Ich hätte auch ein romulanisches Ale. Ich hätte einen Tag. Den fressen Klingon ja auch. Ja, erst wurde gestreichelt, dann gefuttert. Da ist er. Ist er süß. Ist. Oben und unten ein Brötchen drauf, da habt ihr einen Burger. Der quiekt sogar noch beim Draufbeißen. Ja. Nö, ansonsten haben wir eigentlich schon mittlerweile ziemlich alles gesehen. Wir haben uns eure Basis angeschaut, die Lithium angeschaut. Nein, ich will die Balkone wieder aufmachen, weil... Nein, komm, wenn ich draußen bin, darfst du mich runterschubsen. Erstmal auffahren lassen, damit ich mich an die Spitze stelle. Ja. Willst du mal machen? Will ich mal machen. Dann stehst du bequem? Genau. Und jetzt? Ja, ich stehe bequem. Wenn du jetzt von oben... Und das Lustige ist, wenn du von oben schaust, siehst du es nicht, dass die nach oben fahren. Ding ist eher, ich habe nicht wirklich viel gesehen. Ich war innerhalb von einer halben Sekunde schon wieder hier. So, bis habe ich gedacht, man sieht wenigstens ein paar Sekunden, dass wie ich so kurz vorm Aufprall erst wieder hier bin. Das ist ein Schneemann hier. Alter. Wieso hast du einen Schneemann in der Tasche? Hey, du machst mir Angst. Wechselwarmes Haustier? Was machst du mit einem Schneemann in der Tasche? Der taut doch. Das wird doch kalt. Ey, das wird doch kalt. Vor allem, du weißt, wo die Taschen sind. Das ist wegen Eichner am Gegner, die nicht kalt werden dürfen. Die müssen gerade kalt werden. Ich rede nicht vom Eis am Stiel, aber okay. Wovon redest du dann?
Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Nee, aber ansonsten, gibt es noch irgendwas zu sehen von eurer Flotte? Gibt es noch irgendwas zu erzählen von eurer Flotte? Vielleicht noch so ein Abschluss, Bewerbungsgespräch wollte ich schon sagen. Nee, so ein Abschluss, Satz, Werbesatz, Werbetext für Leute, die interessiert sind, einer Klingonenflotte beizutreten. Thomas, dein Wort. Das kommt jetzt ein wenig überraschend. Hier ist alles irgendwas ungeplant und überraschend. Genau. Okay, das ist doch immer das Beste, sonst haben wir ja nichts zu lachen. Ich könnte auch alles aufschreiben, könnte ja alles runterrattern und wir wären in 5 Minuten fertig. Was könnte man da jetzt Tolles sagen? Oh Gott. Dum, 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 dum. Ja, jetzt fehlt noch die Melodie von Chappie. Das Kranke ist, ich habe das nie gesehen, aber ich kenne die Melodie. Ja, die wird gern hergenommen. Bin ich schon. Oder ich hol gleich Benny Hill raus. Das ist es natürlich peinlich, aus dem Stegreif fällt mir jetzt nichts ein. Also grob jeder, der interessiert ist, eurer Flotte beizutreten, willst du. Nein, ich will wieder aufmachen, damit man was sieht. Ach, willst du durchlüften? Hast ja, du riechst es noch nicht? Boah. Na, wo ist es? Ich. Das Blödeste ist, wenn dir das jetzt passieren würde. Ja, ich fall. Boah, ich werd schon ganz benebelt. Wie war nochmal der Emote, wo du liegst? Deeping. Boah, genau. Oh, ich verrecke. Oh je. Jetzt wird's leicht. Ich krümme mich schon vor Geruch hier. Also würdest, glaube ich, auch eine gute Schlange abgeben. Genau. Okay. Also wie gesagt, jeder, der will, über 16 ist und Klingone ist, und kann euch beitreten, sofern er auch in einer Flotte bleiben will und nicht nur kurz was kaufen will. Und mindestens ein paar Worte Klingonisch sollte er auch können. Könnt ihr Klingonisch? Ja. Apropos, könnt einer von euch Klingonisch? Nein, also ich nicht. Das Einzige, was ich kann, ist Kabla. Ja, das ist. Das und das heißt, ich hätte gern Kaffee. Tag, pa, tag, pe. Sollte man eigentlich auch wissen. Boah, genau. General Chang. Also echt, ey. Jetzt holt er sein Filmwissen wieder raus. Nur weil er Filme für 20 Mal rauf und runter schaut und. Moment, das war aber jetzt, glaube ich, nicht Film. Das hatte ich hier aus DS9. Ne, das ist aber eher aus dem 6. Kinofilm sein oder nicht sein. Wo Worf dann bei DS9 gesagt hat, ist es erst gut auf Klingonisch. Nein, das war der 6. Kinofilm. Da hat Worf auch gesagt. Nur im klingonischen Original klingt es. Entschuldigung, dass ich nicht original klingonisch klinge. Also ich würde sagen, Klingonisch ist doch eine recht schwere Sprache. Ja. Obwohl ich nicht Star Trek-Fans kenne, also wirklich nicht Star Trek-Fans, die momentan Klingonisch lernen. Okay. Finde ich sehr faszinierend. Da wünscht man sich manchmal einen Universal Translator. Bing kann's auch. Bing kann Klingonisch. Schrift aber leider nicht sprechen. Text. Ach, wir sprechen nicht, aber. Nur nicht sprechen, ja. Zumindest ein Text, ja. Ja, da hatten der Bing und Translator, also Universal, also Übersetzer für Englisch und so weiter, da kannst du auch Klingonisch einstellen. Mhm. Cool. Ja, nur mal für die es nicht gewusst haben. Das wusste ich jetzt nicht. Da muss ich gleich mal das ist, okay, nach den 25.000 Sachen, die wir jetzt heute von euch gelernt haben, habt ihr jetzt auch mal was von uns gelernt. da fühle ich mich richtig gut gerade. Man lernt nie aus. Eben. So, also wo sind wir stehen geblieben? Also, wenn man über 16 ist, einer klingonischen Flotte beitreten will, man muss kein Klingonisch sprechen können, man will länger in einer Flotte sein, als einfach nur was zu kaufen und wieder abzuhauen. Am besten deutschsprachiger Spieler oder seid ihr international? Wir haben deutschsprachig. Ja, deutschsprachig. Englisch verstehen zwar die meisten auch, aber sprechen tun wir hier eigentlich kein Englisch. Also, grundsätzlich Augenmerk auf deutschsprachig. Dann können sie sich bei euch melden. Die Namen schreibe ich nochmal, also die, bei denen sie sich melden können bei euch, nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Jetzt muss ich nur gerade mal ganz kurz gucken. Jeder kann bei euch nicht in Flotten aufnehmen, ne?
Der Hohe Rat kann Leute in die Flotte aufnehmen und ich. Der Kanzler. Ja. Also wenn jemand, es gibt ja hier im Spiel ja auch die Flottensuchfunktion. Und jetzt weiß ich gerade nicht, wie es bei euch eingestellt ist. Sieht man bei euch, wer online ist? Ja, das Gut. haben wir so eingestellt. Okay, das heißt, man sieht ja auch die Ränge. Also wenn ihr von der Flotte von der Black Dragon Society nochmal erwähnt zu haben, ich habe schon wieder abgelesen, der jemanden online seht, der den Rang Hoher Rat oder Kanzel hat, den könnt ihr ansprechen und der, dann könnt ihr Fragen stellen, aufgenommen werden und so weiter. Aber ich schreibe das auch nochmal unten in die Flottenbeschreibung rein. Videobeschreibung. Genau. Ansonsten könnt ihr auch ganz gerne unter dem Video in die Kommentare Fragen schreiben, wenn ihr wollt. Ich denke mal, dass ihr beide ab und zu mal vorbeischauen werdet und die vielleicht auch beantworten werdet, oder? Ja. Ja. Also das können wir auch machen. Ansonsten ist eigentlich von meiner Seite aus ziemlich alles super. Ich würde jetzt ja ins Publikum fragen, wer jemand Fragen hat, aber A, sehe ich kein Publikum und zweitens sind wir nicht live. Und ich kann wahrscheinlich lange auf eine Antwort warten. außer ich? Don, hast du eine Frage? Dann habe ich Fragen. Wann darf ich Fragen stellen? Ja, ja, stell mal eine Frage. Du hast letztes Mal dich beschwert, dass ich zu viel rede und kein zu Wort kommen lasse. Wie kommst denn du da drauf, dass ich hier kein reden lasse? Das ist echt unerhört, sowas einfach zu unterstellen da hier. Das ist echt unglaublich. Ich dachte mir einfach, ich rede die ganze Zeit und lasse hier keinen reden. Das ist echt schlimm das hier. Das eigentliche Lustige ist, das habe ich letztens erst mit ihm so gemacht. Nee, also du hast auch keine Fragen mehr. Ich muss mal dein Gesicht anschauen. Ey, dein Charakter sieht echt besser aus als du. Ja, erstaunlich, wa? Unglaublich. Aber da braucht es ja nicht viel dafür. Vor allem die roten Augen, die sind mir wieder aus dem Gesicht geschnitten. So, jetzt noch eine Klinge dir ins Gesicht. Ich pass mal ein bisschen auf. Einmal mit einem Profi arbeiten. Und was ist wieder so ein... Köpf. Was hast du wieder so ein Ding mit Köpf. Im Getriebe im Gesicht. Oh. Ich habe einen Laserpointer, ja. Ich kann zeigen, wo ich hin will. Das ist übrigens extrem unpraktisch, weil ich jetzt nochmal so gesagt habe an der Stelle. Weil wenn du einer Frau auf die Brust starrst, das kriegt die sofort mit. Stimmt, ich habe gar nicht drüber gedacht. Das Problem ist auch, wenn du ihr sagst, schau mir in die Augen, Kleine, dann ist die blind. Dann ist das Auge rausgelasert. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir sind ja wieder bei dem anderen Kollegen hier, genau. Bei dem Flottenchef wegen Frauen, ne? Er hat keinen Laserpointer. Er ist also nicht gefährlich. Wie gesagt, er ist Flottenchef, also ein hohes Tier. Er hat Dilithium. Er hat einen Haufen Dilithium. Er ist Single. Er hat unheimlich viel Zeit für Real Life, weil er hier auch bis nachts immer hier ist. Ansonsten, also, wie gesagt, wenn ihr der Flotte beitreten wollt, könnt ihr alles Mögliche fragen. Wenn ihr ihn kennenlernen wollt, dann fragt mich persönlich, dann gebe ich euch die persönlichen Daten. Und. Ja, ne? Würde ich sagen. Ist von meiner Seite aus nichts mehr. Wollt ihr noch fragen, irgendwas zu sagen, als Abschied? Entschuldigung, willst du, komm, du darfst nochmal fragen, ist das heißt, ich rede zu viel. Wollt ihr denn noch irgendwas sagen? Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Irgendwas, was ihr uns mit auf den Weg geben wollt oder den Zuschauern? Eins hat's jetzt auch getan. Entschuldigung. Tja, das Einzigste, was ich sagen könnte, wäre, dass es sich auf jeden Fall lohnt, die Klingonen zu spielen. Also ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mein Essen so viel gelacht wie jetzt gerade eben. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall. Also wir haben sowieso mal vorgehabt, wenn wir unseren Föderationscharakter oben haben, also den Let's Play Charakter, dass wir dann auch nochmal die Klingonseite hochspielen. Mhm. Einfach nur mal, damit die Leute das sehen und wir vor allem mal wirkliche Let's Play Charaktere auf beiden Seiten haben. Aber das dauert alles noch ein bisschen, wir stressen uns da ja nicht rein. Und ansonsten, wie gesagt, liebe Zuschauer, wenn ihr interessiert seid, der Black Dragon Society beizutreten, guckt unten in die Videobeschreibung, das findet ihr alles. Und oder sucht's im Spiel nach dem Flottennamen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt in die Kommentare oder schreibt die Leute an und so weiter und so fort. Ich habe selber mitbekommen, sie suchen nach Frauen und sie sind hilfsbereit. Ja, das war's von meiner Seite aus. Und es ist auf jeden Fall auch eine sehr lustige Truppe, wie wir mitbekommen haben.
Das sollte man auch sagen. Ja. Also sie halten sogar mit uns aus, das heißt, genau. Sie halten es mit jedem aus. Das ist das ganze Problem. Ihr dürft auch gerne da bleiben. Ist wahrscheinlich eher die Frage, wer es mit euch aushält, oder? Jo. Gut, dann haben wir eigentlich alles gezeigt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt und wir werden so versuchen zu beantworten oder die Fragen weiterzuleiten. Genau. So. Genau. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für diesen schönen Aufenthalt, für die Gastfreundschaft. Auch wenn wir nichts zu essen kriegt haben, dafür viel zu trinken. Ich sag auch vielen Dank. Ihr hättet ja wenigstens Kuchen auftauen können, also echt. Eine Rocktet Blutpastete. Essen lecker. Hätte man sicher auf der Sternenbasis jagen können. Ja, eben. Das fand ja darum. Wie ich muss mein Essen selber jagen. Nehmt ihr und pisst ihr Gott ans Bein. Was? Also, das ist ja mal ein Minuspunkt für eure Flotte. Man muss bei eurer Flotte sein Essen selber jagen, ne? Also, da ist ja die Föderation mit ihren Föderationsrationen ja deutlich humaner, ne? Also, da muss ich mich umdrehen. Na, du, aber ob ich jetzt die Rationen futter oder lieber sowas Frisches mir einfach angel. Na, ich sag ja, guck dir meinen Tag an, oben und unten der Brötle und du hast einen Burger. Hm? Du musst nur aufpassen, dass du nicht auf die Hörner kaust, sonst hast du einen Zahnstocher. Naja, ich habe eh ein Problem. Ich muss ihn ja, glaube ich, quer rein in den Mund schieben, oder? Ah, nee, nicht ganz. Hm. Kannst du ihn ja aussaugen. Boah. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird Zeit, dass wir Schluss machen. Gut, also, Dankeschön und wir werden uns im Spiel auf jeden Fall irgendwo wiedersehen. Das hoffe ich. Ja, das hoffe ich. Bis dahin. Ich ciao, ciao. Tschüss. Ich sag tschüss. Tschüss. Ja, ciao.